Frage, verringert sich die Bullenfrequenz? Ich denke eher nicht. So, dann machen wir jetzt eine konzentrierte Aktion. Alles rein, alles auf. Die Frequenz der Bullenwagen können wir nicht beeinflussen, so wirklich. Wir müssen bloß aufpassen, ganz doll aufpassen. Und dazu da müssen wir dann auch Leute abstellen, die vor der Frontlinie stehen und die einmal im Grunde stehen. Ja. Die immer mit uns auf Platz stehen, die dann uns jeweils anrufen können. Dann würde ich sagen, wir packen den Scheißhänger weiter voll. Der Anker ist eine ehemalige Schlachtfabrik. Eine der ältesten Häuser hier in der KTV, Industriegebäude, war mal eine Bierbrauerei, wurde dann von Mahn und Bohnerich hier nebenan gekauft und zu DDR-Zeit Schnapsfabrik gewesen. Und nach der Wende dann irgendwie wurde es privatisiert und haben dann nochmal ein paar Versuche gemacht, irgendwie am Markt zu bestehen, sind aber 94 pleite gegangen. Und ja, und seitdem steht eigentlich das Haus leer. Seit 96 mehrfach gebrannt. Das Einzige, was man irgendwie noch benutzen konnte, sind die Keller, die zwei Etagen unterirdisch sind. Genau, in diesen Kellern sind wir irgendwann gelandet. Ja, Rostock hat das Problem, dass es einen sehr geringen Altstadtanteil hat und einen sehr großen Neubauanteil. Also wenn man das prozentual sieht, ist das sehr, sehr unausgewogen und unüblich. Rostock ist ja eine Großstadt. Und der Altbauteil ist eigentlich fast komplett durchsaniert, wenn man das so will. Und der Anker ist eine der letzten Oasen der Nicht-Saniertheit in der KTV. Irgendwann waren wir mal auf einer dieser Partys. War mit meinem Bruder mal. Das war vor 10 Jahren oder länger als 10 Jahre her. Und fanden wir mal geil da unten. Keine Location so. Und irgendwann haben wir mal selber gedacht, weiß nicht, 1-2 Jahre später haben wir gedacht, das kannst du selber auch machen. Und angefangen haben wir dann irgendwann mal. Ja, eine Heichelanlage unten reingestellt und so ein bisschen rumgefeiert mit, weiß ich, 50 Leuten oder so. Das hat sich dann immer weiter hochgeschaukelt, immer mehr professionalisiert. Und ja, so ist es. Kam dann eins zum anderen. Und, ja, und irgendwann haben wir das dann ein bisschen professionalisiert, vergrößert, ein bisschen mehr Herzblut reingesteckt. Genau. Die Line, die da jetzt gerade noch steht, die können wir haben. Und die, wir sind jetzt gerade durch den Vorhang verdeckt, die dahinter stehen. Die dahinter stehen. Genau. Also es sind zwei Anlagen, die durchaus für Technobetrieb genutzt werden können. Er baut die auch mit auf. Er ist sozusagen dann auch derjenige, der den ganzen Scheiß verkabelt. Und sozusagen ausrichtet. Dann eine Anlage, also Anlagen, Technik, Artists natürlich, Booking ist wichtig. Dann Deko, ganz wichtig, auch das Gebäude herrichten, also diese Röhren unten, die sind dann ja ein Jahr lang verkommen, die müssen dann gefegt werden, geputzt, dann muss da ein bisschen Dämmung wieder rein, dann muss das Gebäude an sich abgesichert werden, damit die Leute nicht überall rumlaufen. Also ist schon ein sehr, sehr krasser Aufwand, der mit wenigen Leuten gar nicht zu schaffen ist. Viel Arbeit und Aufwand, aber es macht auch Spaß. Also das ist geil. Ja, weil wenn nachher das Ergebnis dieser Geilsten ist, immer wenn die Generatoren angerockt werden, angezogen hinten, dann weiß ich ganz genau, Licht geht an, einmal top. Ja, genau.
den Live-Floor. Okay, vielleicht auch Step by Step. Nehmen wir mal wirklich elementare Probleme mit der Polizei. Die ist bei den früher, also so sag ich mal in den Jahren 2003 bis 2007 oder so, sind die auf jeden Fall immer gekommen, waren immer da. So gegen 5 oder so haben sie die Partys aufgelöst. Haben sie gesagt, pass mal auf, wir können hier zwar keinen Veranstalter festmachen, aber baut hier ab, wer auch immer. So, in einer Stunde ist alles abgebaut, sonst wird geräumt. Und bei den letzten Partys so ab 2008 oder 2007 kamen die gar nicht mehr. Also die sind hier dran vorbeigefahren, die haben auch garantiert davon gewusst, aber wahrscheinlich zu groß, um zu räumen. Haben wir auch Angst gehabt, wenn die da reinrocken, Massenpanik und so weiter. Ne? Ich denke mal, das sind einer der Gründe, warum die sich da ein bisschen zurückgehalten haben. Jetzt endlich mal irgendjemand gekauft so. Und die wollen da eine Kaufhalle reinbauen und Wohnungen und Parkplätze inzwischen. Genau, das ist jetzt sozusagen der Stand der Dinge, das ist auch relativ konkret. Und die Bauanträge sind auch raus, also das ist keine Seifenblase und es sieht so aus, als wenn das alles klappen würde. Jedenfalls vorgesehen, das Gebäude an sich, so wie es ist, jetzt zu erhalten, das Vorderhaus, das sogenannte Sudhaus mit dem Turm, mit dem Schornstein und alles andere wird abgerissen. Dann Kaufhalle, Wohnung, genau. Und ein Durchbruch zum Patriotischen Weg. Und die Keller sollen wohl angeblich, soweit ich das gehört habe, zu befüllen werden. Dadurch, dass es saniert wird, ist klar. Aber es verliert natürlich auch die letzte Möglichkeit, eine gute Underground-Location zu haben. Das ist richtig. Also das ist schade. Die Neptunwerft wurde, glaube ich, 2007, 2006 oder irgendwie so saniert und da ist jetzt ein Einkaufszentrum auch drin. Da haben wir zum Beispiel auch mal Partys gemacht. Das ist nicht mehr möglich, aber sonst hast du eigentlich in der City, in der Innenstadt von Rostock keine Möglichkeit mehr, eine coole Location zu haben, die auch halt nicht unter der Brücke oder so, was ist ja auch nicht. Das ist sozusagen dann weg, ja. Es war auf jeden Fall eine geile Zeit, irgendwie diese 10 Jahre, und es ist eine geile Entwicklung, wenn man sich die alten Bilder anguckt, so mit der Stereoanlage unten zuerst gewesen und so weiter. Umgelaufen in der Stadt und die Leute akquiriert. Schlussendlich fand ich die letzte Party einen geilen, würdigen Abschluss. Jetzt am 14. Und
ja, bin nicht unbedingt verbittert oder traurig, dass das jetzt wegbricht. Ich könnte wetten, es entstehen neue Locations so irgendwo. Das ist, glaube ich, immer so ein Ding, was im Fluss bleiben wird. Und es gibt ja auch hammer viele neue Leute, die Bock haben, sowas zu machen, die dann unter der Brücke hinten, in der Vorpommernbrücke, da Partys machen oder auch Open-Air illegale Sachen machen, also auch subkulturell, ab vom Mainstream und so weiter. Ich glaube, dass sich diese Leute nie aus der Innenstadt auch verdrängen lassen werden. Vielleicht es entstehen neue Freiräume in alten Häusern. Die Zeit geht ja voran. Neue Häuser werden alt und werden auch wieder leergezogen und so weiter. Also das ist, glaube ich, dass da sowas, dadurch, dass der Anker jetzt wegbricht, einen Stillstand geben wird in der illegalen Underground-Szene, das glaube ich.